Nachdem der letzte Part mit Aufnahmeproblemen war, hoffe ich, dass dieser Part ohne Aufnahmeprobleme sein wird, denn sonst sterbe ich. Ich muss da hoch irgendwie kommen. Ha! Yes! Und ein One-Up auch dazu. Das ist ja perfekt. Aber der Stern bringt mir nicht, weil ich alles abchecke für einen Pilz. Weil ich einen Pilz verpasst habe. Ja, blöd gelaufen. So. No! Ja, direkt zum Anfang. Ein Hammer, Bro. Ich habe doch gesagt, es wird Gegner-Gespamme kommen. Meine Hassgegner-Gespamme kommen. Deshalb werde ich ihn jetzt mit dem Powerstern wegwalzen. So. Rein. Oh oh. Hier geht es nicht rein. Ich dachte, ich falle runter, aber dem ist nicht so. So, Feuerblume, Feuerblume, Feuerblume. Natürlich nicht. Oh oh. Oh oh. Hier in diesem ganz weit stehenden Block ist bestimmt eine Feuerblume. Ja. Aber wie? Nee. Das, nee. Ich dachte, das wäre bestimmt für einen Pilz vorgesehen, aber nicht für eine Feuerblume. Denn man kommt sonst nirgends wie nach dort hin. So, was ist hier für kranker Skill nötig? So, nein! Uh-oh. Uh-oh, uh-oh. Nein! Wieso? 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 Nennt mir einen Grund. Wieso? Ich stand an der Röhre. Wieso? Ist dann die Piranha rausgekommen. Nennt mir einen logischen Grund. Oder irgendwas. Oder betrügen die Entwickler hier den Spieler. So, ich stehe jetzt vor der... Ich stand vor der Röhre. Und der kommt trotzdem raus. Betrug! Ups. Hab aus Versehen das Mikro berührt. So. Untergrund oder Wasser? Nein. Aber ich kenne einen guten Trick, und zwar immer im Wasserlevel entweder ganz unten, aber am besten ganz oben. So. Und ständig A drücken. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Sorry. Nein, 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 nein. Ja. Nein, 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 nein. Nach unten. Nach unten, nach unten, Luigi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Nein, 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 nein. Paracoopas unter Wasser. Unlogisch. So. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Jetzt muss ich noch das Level ganz von vorne spielen. War doch klar, dass ich das im ersten Versuch nicht schaffe. Gibt es hier vielleicht irgendeinen Warp-Glitch? Den hätte ich jetzt gern gebraucht. Nein, nein! Ich muss ganz ehrlich sagen, aber die Anziehkraft in Super Mario Bros. Ist einfach nur unlogisch. Unter Wasser fällt man ja langsamer, aber hier
unter Wasser fällt man schneller als ein 10 Tonnen Stein. Mario und Luigi im Super Mario Bros. Original und in diesem und auch in diesem neuen 35 Teil. Super Mario Bros. 35. Was für den für Marios 35. Geburtstag gebracht wurde. Die Gravitation ist da auch gleich. Mario fällt im Wasser schneller als ein Stein. Guck mal, das ist unlogisch, und wenn er hier noch von diesen Löchern angezogen wird, als wären das Schwarzlöcher. Sie ziehen ihn an, als wären das Schwarzlöcher. Unlogisch. Aber egal. Man fährt hier, man fährt schneller als ein Stein. Und hochkommt man, als würde man 10 Tonnen wiegen. Das ist einfach nur schlecht geregelt. Deshalb bin ich auch so ein wenig kein Fan von diesen Wasserleveln. Auch in 3D Marios mag ich die Wasserlevel nicht so wie die normalen. In Mario Kart oder in Mario Party, ja. WTF, was war das für ein Glitch? Was war das für ein Glitch? Und was war das eigentlich für ein Glitch? Nein, geh da weg. Danke. Blooper Ehrenmann. Du bist auch ein Ehrenmann. So. Nach zwei Game Overn haben wir auch dieses Level geschafft. Ich hoffe, dass meine Kommentare und der Spielsound aufgezeichnet werden. Sonst habe ich keinen Bock, den Button neu aufzunehmen. Oh nein. 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 Ich soll da hochspringen, um einen Pilz zu kriegen. Ist das euer Ernst, Entwickler? Oh, euer Scheiß Ernst, dass ich da hochspringen muss, wo dieser Scheiß Koopa ist, um den Pilz zu kriegen. Seid ihr völlig krank? Ja. Wie soll man das machen? Ich gebe keinen Kommentar dazu ab. Dieses Spiel ist scheiße. So. Jetzt mit ein bisschen Zeitverzöger. Ich glaube, ich scheiße auf den Pilz. Oder... Nein! Vielleicht mit perfektem Timing schafft man es, ihn zu holen! Nee, ich kack drauf auf den Pilz. Den brauche ich nicht. Obwohl... Ja. Nein! Ja! Das ist der einzige Level, wo man die Chance hat, eine Feuerblume zu kriegen. Nein! Kurz vorm Ziel. Das war kurz. Nee, das war nicht kurz. Das war am Ziel. Ich bin am Ziel gestorben.
Dann habe ich jetzt die Chance, eine Vollblume zu kriegen. Obwohl sie ganz niedrig ist. Es ist viel... Die Chance ist viel höher, dass ich hier einen Herzinfarkt kriege. Als eine Vollblume. Wie habe ich das... Wie habe ich das gemacht denn da? Ich habe es, glaube ich, so und dann bin ich... dann habe ich an... Nein, wieso springst du? Wieso springt er? Weil ich zu dumm bin und... Das sind typisch diese Reflexe. Ich bin immer, wenn ich in Gruppe sehe, in diesem Level angespannt zu springen, obwohl ich das nicht will. VTS! So. Nein! Der Anlauf, wo ich die beiden Pilze hatte, war so. VTF! Der Anlauf, wo ich diesen Sprung geschafft habe, war so gut. Und jetzt? Was jetzt? Wieso? Das war doch... Das ist Betrug! Dann nehme ich halt am Anfang ein bisschen Speed raus. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... So. Na klar. FFF, la 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 la, ah, das macht hier so viel Spaß. Ich war noch keine einzige Sekunde frustriert. La 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 la, keine einzige Sekunde frustriert. Das ist einfach hier nur purer Spaß. Kappa. Der hat mich nicht berührt. Nee. Dieser Scheißpilz ist mir jetzt scheißegal. Versuche ich das mal mit der anderen Methode, als ich den Panzer gekickt habe. Wieso? Nee, den Pilz hole ich jetzt nicht mehr. Nee, man wird da betrogen. Das ist Betrug, was sie da machen. Vielleicht... WTF! Betrug, den kann man so nicht holen. Wie?
Der Cooper berührt mich eigentlich nicht, aber es wird trotzdem als hätte ich Damage genommen. Dann versuche ich es mal... Ja! Hier, schon wieder, dasselbe. Wieso? Wieso? Betrug! Wieso ist das vorher nicht so gelaufen? Wenn ich einen Death Counter gemacht hätte, dann wäre er wahrscheinlich explodiert. Ja, wie habe ich es jetzt geschafft? Wie? Scheiß. Nein! Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Keine Lust. Keine Lust! Ich sag nichts mehr dazu. Ich hab einfach keine Lust mehr auf das Spiel. Weil dieses Spiel betrügt! Gesprungen! Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich dachte, ich kriege eine Feuerblume. Egal, ich will jetzt nur dieses Level schaffen. Nein! Wieso springst du nicht? Ich sag hier mehr nichts. Hier gibt's kein Let's Play mehr. Von nun an werde ich Let's Plays ohne Kommentar machen. Oder besser gesagt, Videos ohne Kommentar machen. Lange wird es hier noch dauern. Zwanzig Jahre später. Tausend Jahre später. Tausend Jahre später.
Yes! Danke, Cheep Cheep. So, jetzt noch schnell die Bienen. Yes! Ja! Egal! Ja! Ach, endlich! Ach, in diesem Part gibt es auch nur eine Welt. Was erwartet mich hier? Ja, genau! Ja! Ich hab alles absolut verstanden! Meine Gehirnzellen können es nicht verstehen. Sie platzen, sie schmelzen. Sie können es nicht verarbeiten. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Todesrekord 10.000. Es ist interessant, wie viel Tode ich am Ende des LPs hatte. So. Ich glaube, der ganz obere wird der richtige sein. Oder der ganz mittlere. Der ganz obere. Unter. Ja. Nein. Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Nein! Der hat mich nicht berührt. Ich gebe kein Kommentar. Kein Kommentar. Und du sollst nicht lächeln, Hammer, Bruder. So. Jetzt sollte ich mal aufpassen. Man weiß ja nie, was auf einen da wartet. Fitti! Nein! Oh Gott, nein! Jetzt sag mir nicht, dass... Nein! Das ist die wahre Natur von Super Mario Bros. The Lost Levels. Da könnt ihr mir jetzt alles sagen. Da könnt ihr auch mir in die Kommentare schreiben. Ah, ich habe das in 11 Jahren geschafft. Ja, da könnt ihr mir alles schreiben. Ob ihr es in 2 Sekunden geschafft... Oh, wow, ein kranker Blind Jump. Ob ihr es in 10... Jahr geschafft hattet. Welcher Weg ist jetzt der?
Richtige. Na klar. Nicht euer Ernst. Sie bauen hier noch ein Labyrinth ein. Ja. Oh Gott. Jetzt wird Bowser aber bestimmt mit Themen schmeißen. Nein! 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 Und nochmal nein! Nein, das kann nicht wahr sein! Ist es hier ein Albtraum? Oder bin ich in der Hölle gelandet? Keine Ahnung. So, der ganz untere war, glaube ich, der richtige, ja. Oh Gott. Wenn Bowser hier mit... Nee. Safe State. Sonst mache ich diese Scheiße hier nicht. Ja. Yes. Und wie es in der 6. oder 7. Welt weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Also, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter, abonniert meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!